Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe eine Woche habe ich kein Internet gehabt, tut mir leid. Aber jetzt geht es weiter und ja, ich bin hier in Skyrim mit allen Addons, also DLCs. Und habe schon recht weit gespielt. Habe ein bisschen erkundigt, nur keine Höhlen betreten, keine Tempel betreten, nichts eigentlich. Einfach nur herumgerannt. Und ja, das habe ich während kein Internet ja, dieser Woche einfach ein bisschen gespielt, da es ein Offline-Spiel ist und ein recht gutes dazu. Habe ein paar Mods drin. Ich kann gerade keinen Mod zeigen. Also, dass ich jetzt hier einen Hund und ein Ding habe. Einen Leibwächter. Die Pferde kann ich auch gerade nicht zeigen, da müssen wir kurz irgendwo anders hin. Ja, ich habe eben halt Zwangspause gemacht, Zwangsferien. Und jetzt bin ich wieder bereit weiterzumachen, seitdem ich wieder Internet habe und LAN. Und mit dem LAN werde ich einfach aufnehmen bei Online-Spielen. Und mit dem mit dem VLAN werde ich Online-Spiele aufnehmen und mit dem LAN werde ich hochladen, weil das LAN ungefähr doppelt so gut ist. Ich glaube 13.000 statt 6 wie das WLAN. Und es wird natürlich immer noch nicht so schnell sein, aber immerhin besser. Ja, hier haben wir Frost und das Pferd von Weißlauf. Die haben Rüstungen durch einen Mod und diese Rüstung sieht richtig geil aus. Das mag ich. Außerdem habe ich noch eine Zuflucht. Hier, Höhle des Friedens. Ist richtig cool. Ja, also eben dadurch habe ich zwei Internet jetzt plötzlich, sofort. Per sofort. Aber weil ich die Tür offen haben muss, weil das Kabel durchgeht mit dem LAN, durch die Tür durch, möchte ich da nicht aufnehmen, sonst störe ich die anderen WG-Bewohner. So, was geht? Was geht und was kommt? Also, eben, Regnum geht weiter, Hexi geht weiter, Path of Exile wird gestoppt, das habe ich noch nicht so ganz gesagt, nämlich ich habe wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf Path of Exile, weil es immer das gleiche ist. Es ist wirklich durchgehend immer Monster kloppen und Scheißquests machen. Und deshalb möchte ich zwar wieder ein Action-Rollenspiel machen, aber ein leichteres vor allem. Eins, wo man nicht die ganze Zeit das Ding, Ding anstrengen muss, den Kopf anstrengen muss. Und das ist Diablo 3, weil die Season neu anfängt, der neue Patch rauskommt, möchte ich mit euch eine No-Set-Challenge machen und eine Challenge, die besagt, dass man jetzt zum Beispiel die Kampagne durchspielen muss und so weiter. Und ja. Dann möchte ich noch andere Challenges haben, aber da muss ich, ja, da brauche ich am besten eure Hilfe, was ich noch machen soll, weil mir fällt einfach nichts ein. Weil, ja, vielleicht jedes Gebiet erkunden oder so etwas ganz erkunden, jedes Nebengebiet machen und so. Und dann auf Level 70 oder so weit ich bin, dann mit Akt 5 fertig von der Kampagne. Wenn ich so weit bin, dann irgendwie das ändern oder noch schwerer machen oder so und so weiter. Jo, und dann kommt noch ein Spiel. Jetzt muss ich gerade denken, welches Spiel. Welches Spiel wollte ich schon wieder? Sehr gut vorbereitet. Wie heißt das Spiel? Es kommt noch ein Windward heißt es, ja. Ein Piratenspiel kommt noch gelegentlich. Da möchte ich euch zeigen und dann auch online spielen, vielleicht mit euch zusammen, wenn ihr Windward über Steam habt. Und als Abwechslung neben den Rollenspielen
und das einfach als gelegentliches Projekt. Und dann ist ja noch dieses Adventure Map bauen. Da muss ich schauen, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Ich gebe euch Also es Deckung. kann noch ein bisschen gehen, bis Part 4 ist es, glaube ich, jetzt rauskommt. Und jo. Also es geht gewohnt wie weiter, einfach diese eine, also 6 Tage Pause mussten leider sein. Letzten Freitag hatte ich ja plötzlich das Internet verloren, weil es begrenzt war und dadurch extrem schlecht war, so dass es wirklich gar nichts mehr machen konnte, kein Spiel mehr spielen konnte, keine Website mehr öffnen, gar nichts mehr. Und jetzt geht's wieder, weil ein LAN-Kabel jetzt nicht durch 1000 Stecker durchgegangen ist. Und das freut mich auf jeden Fall. So, im Anschluss seht ihr noch ein paar Aufnahmen von vorher, Ich während bin direkt hinter der euch. Woche gemacht habe. Es sind noch ein paar lustige Sachen drin und ein paar schöne Sachen. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Was braucht ihr? Ihr braucht etwas?